So, jetzt bin ich hier am Trail Dr. Wiesner angekommen, so heißt der Bergauftrail hier. E-Bikes not welcome under age 55. Habe ich ja mit 56 echt Glück. Hier geht jetzt gleich einen richtig schicken, schönen Trail hoch. Und der immer wieder mal diesen Bach hier kreuzt. Echt klasse Angelegenheit. Ja, ich quatsche lange und fahre einfach mal los. Also. Und ab geht's hier auf den Uphill-Trail. So, Reifen mal sauber gemacht. Der gesamte Uphill hier besteht aus Forstweg, Trail, mal ein kurzes Asphaltstück, dann wieder Trail. Ne? So wechselt sich das immer ab. Und jetzt sind wir halt auf dem wirklich optisch schönsten Teil. Hier ist auch eine Wasserquelle, das ist sehr schön. Hier geht so rechts und links der Bach lang. Was ein herrlicher Anblick. So. Jetzt wird es mal wieder ein bisschen heller. Jetzt kommt in das offene Stück. Ja, man muss sich schon ordentlich konzentrieren, selbst beim Rauffahren. Ui. Thank you.
Okay. Puh. Puh. Oh, was ein herrlicher Ausblick. Ja, wunderbar. Kann man sich zwar jetzt nicht so viel drauf konzentrieren, aber den gibt es ja hier noch ein paar Mal öfters, den Ausblick. Und oben auf dem Weg habe ich da mehr Zeit für. Und einmal den Ausblick hier genießen. Okay, hier ist jetzt der Einstieg in den Trail, der heißt Superflow. Besteht aus 8 Abschnitten. Davon werde ich euch jetzt einige zeigen. Den ersten nicht unbedingt, der ist wirklich Superflow. Und der Rest, ja, ihr werdet gleich sehen, ab Abschnitt 2 nehme ich das ins Video rein. Und coole Sache, das Ding Superflow zu nennen. Also viel Spaß beim Anschauen. Thank you.
Hui. So, Abschnitt 3, ja? Ja. Ach, der Abschnitt hier, ja.
Ja, das Element war gut.
Sehr schön. Fast geschafft. So, da sind wir auch schon mal wieder am Ende von dem Video. Ich denke mal, das war Teil 1. Ich werde auf jeden Fall noch Teil 2, Teil 3 weiß ich nicht, aber einen zweiten auf jeden Fall noch drehen. Und wie immer, ihr wisst, hat euch das Video gefallen, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Auch gerne mal in den Kommentar, euch das hier auch mal interessieren würde, herzufahren. Und wie immer, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.